Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch zusammen mit dem Phasus. Ja, hallo. Schön, dass ihr einschaltet hier zu einem verspäteten Gamescom 2020 Special. Aber wir waren jetzt bei ViewUp gewesen, konnten da ein paar Fragen stellen und natürlich wurde auch die Frage beantwortet. Dementsprechend würde ich sagen, wir springen jetzt einfach mal richtig rein in das Interview mit ViewUp. Von daher viel Spaß. Hallo, ich bin der Bio und begrüße euch zusammen mit dem Phasus. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Wir sind bei ViewUp und begrüßen hier den Daniel. Hallo. Was unterscheidet Tramsyn von den Konkurrenzprodukten? Ja, also im Prinzip, wir schauen gar nicht primär auf andere Simulationen, sondern wir wissen ganz genau, was wir machen wollen, was wir machen wollten. Und das war einfach im Straßenbahnbereich, nachdem dort auch mein persönlicher Background liegt und ja auch unsere Erfahrung, dass wir dort ein eigenständiges Produkt auf die Beine stellen. Und da haben wir eben auf Basis der Unreal Engine jetzt Tramsim als Simulationsplattform für den Straßenbahnbereich auf die Beine gestellt und entwickelt. Und den werden wir laut Plan Ende Oktober diesen Jahres auf den Markt bringen. Genau, also wir geben uns natürlich größte Mühe. Jeder, der ein bisschen mit Spieleentwicklung schon mal zu tun hatte, weiß, was das heißt, was da alles dahinter steckt. Das heißt, natürlich kann man so ein Datum, so ein Ziel nie hundertprozentig garantieren. Ja, schon gar nicht jetzt in diesen Zeiten mit Corona, wo es natürlich ganz schwierig ist, wenn einmal dann irgendein ein medizinischer Fall eintreten würde. Worst case, das Team ist lahmgelegt für 3 Wochen. Ja, dann schaut das ganz anders aus. Ja. Aber bislang sind wir ganz gut durchgekommen und haben auch die Entwicklung sehr, sehr gut forcieren können. Und ja, das ist unser Plan, von dem wir ausgehen. Auf den arbeiten wir sehr, sehr hart hin. Ja. Hoffen, dass wir das schaffen. Und da möchte ich auch nochmal betonen, das Produkt, wenn wir es auf den Markt bringen, ja, ist dann auch eine fertige Release-Version. Also keine Early Access-Version, sondern tatsächlich ein fertiger Simulator mit den entsprechenden Features, die man sich auch erwarten würde, die wir auch vorgestellt und angekündigt haben. Also wir haben uns ganz bewusst entschieden, einen Kommunikationsstil zu wählen und das habe ich im Endeffekt auch mit dem Publisher so abgestimmt, dass wir erst sehr spät eine Ankündigung dazu machen. Hat folgenden Hintergrund, jetzt könnte ich mich hinstellen ein halbes Jahr früher und ankündigen, was wir alles tun wollen, ja, und werden. Aber ich finde es wesentlich charmanter, wenn wir unsere Arbeit für uns sprechen lassen. Genau das war unser Ziel. Deswegen auch die Ankündigung erst relativ spät, wo wir auch schon sehr viel zeigen können. Einiges eben an Ingame-Material auch schon da ist, ja, was auch schon ziemlich fertig ist in einigen Bereichen, wo man die Assets schön sehen kann, wo man auch das sehen kann, wo wir wirklich schon seit langem, und das geht ja nicht nur ein paar Monate, sondern das geht ja über Jahre hinweg, wo man Dinge aufbaut, dann auch zum Tragen kommt. Also du hast schon angesprochen, Fotofassade. Ich persönlich beschäftige mich mit der Rekonstruktion von fotorealistischen Gebäuden mit der Firma schon jetzt seit knapp 10 Jahren. Ja. Und wir haben da schon verschiedenste Projekte und Fotofassade ist eines der Dinge, die wir noch einmal forciert haben, auch schon im Laufe dieses Jahres, wo wir dran sind, da noch einmal eins draufzusetzen, ja, um wirklich
noch realistischere, fotorealistische, dreidimensionale Fassaden zu rekonstruieren und damit wirklich wunderschöne Gebäude in der Altstadt vor allem und im innerstädtischen Bereich effizient und hochwertig nachbauen zu können. Und das ist eine Sache, ich kann dann auch gerne noch ein bisschen zur Fotofassade vielleicht eingehen, falls euch das interessiert, aber auch noch auf die Frage, wie lange wir schon dran sind. Also so ein Projekt, ja, ist etwas, das gliedert sich in mehrere Phasen. Ja. Und da gibt es auch unterschiedliche Aspekte, die mit reinspielen. Also die Vorplanung reicht schon sehr, sehr lange zurück. Ja. Würde ich sagen, schon fast Jahre im Endeffekt. Und dann geht es darum, dann gibt es die Baustelle der Asset Creation, die ist schon sehr früh gestartet und dann auch mit der entsprechenden Entwicklung der Simulationsplattform an sich sind wir jetzt ungefähr seit einem Dreivierteljahr dran. Okay. Kommen wir mal direkt auf Tramsim zu sprechen. Welche Linien und Fahrzeuge werden in Tramsim enthalten sein und welche Kriterien waren ausschlaggebend, diese Linien zu wählen? Also wir starten mit der ganz neuen Straßenbahngeneration für Wien, dem Flexity. Wir arbeiten da in Kooperation mit den Wiener Linien für das Projekt. Das heißt, wir haben wirklich total guten Zugang zu dem Fahrzeug, um wirklich sämtliche Aspekte von den Funktionen, von der Soundkulisse, vom Verhalten für die Animationen wirklich genau recherchieren zu können. Das heißt, das Fahrzeug wird wirklich sehr, sehr, sehr authentisch und nahe dem Vorbild simuliert werden. Das heißt wirklich einerseits, dass man in die Tiefe auch gehen kann. Also wir haben von den Funktionsdisplays, vom MMI, ich glaube, diese wirklich wunderschön umgesetzt. Das Fahrzeug selbst wird relativ einfach zum Steuern sein. Also wir werden den Modus mitliefern, dass man schon fertig aufgerüstet das Fahrzeug einfach in Bewegung setzen kann, bremsen kann, die Türen entsprechend ansteuern kann. Und je nachdem, wie weit man möchte, kann man auch in die Tiefe eintauchen, sich die eine oder andere Funktion anschauen, Linien umstellen. Es gibt Originalansagen, Fahrgastinformationssystem nach Vorbild. Also ich glaube, da gibt es einiges, was den Leuten gefallen wird. Das einmal zum Fahrzeug, zur Linie selbst. Da haben wir eine wirklich sehr, sehr interessante und anspruchsvolle Linie gewählt, eine sehr lange Linie. Die Linie 1 führt wirklich direkt durch die Wiener Innenstadt, entlang der Ringstraße mit sehr, sehr vielen Sehenswürdigkeiten. Hat eine Fahrzeit von rund 45 Minuten, alleine nur in eine Fahrtrichtung. Mehrere Wendeschleifen und Kurzführungsmöglichkeiten, was für viel Abwechslung sorgt, was ja, auch für langanhaltenden Spielspaß sorgt und auch, dass man mal ein kurzes Stück fahren kann, wenn man zum Beispiel mal am Feierabend nicht sehr viel Zeit hat und einfach nur mal entspannen mag. Und was auch bei der Linie 1 ist, wir haben den gesamten Höhenverlauf wirklich total realistisch nachgebildet. Das heißt einerseits die Gleisgeometrie, aber auch wirklich den Höhenverlauf. Wenn man von der einen Haltestelle vom Stefan-Fadinger-Platz bis zum Prater fährt, bewegt man sich doch rund 100 Meter in der Höhe über die gesamte Linie. Und das wird man sehen, das wird man spüren und merkt man auch. Und vor allem, wir haben eine sehr interessante und doch längere Tunnelstrecke auch mit dabei, mit drei Haltestellen und zwei Kreuzungssituationen mit eigenem Signalsystem. Also da ist für genug Abwechslung gesorgt, ja. Das klingt ja auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Ein weiteres Feature, was ihr jetzt schon verraten habt, das sind diese Tram-Challenges. Das klingt natürlich sehr interessant, weil sowas Vergleichbares gibt es ja bei Simulationen von anderen Entwicklern bisher noch nicht. Wie stellt ihr euch das genau vor mit diesen Tram-Challenges? Ist das dann wie in der Realität, wo dann quasi auch mehrere Spieler gegeneinander antreten können, in Disziplinen wie zum Beispiel Tram-Bowling oder meinetwegen Zielbremsen? Oder wie läuft das bei euch im Simulator ab? Genau, also wir haben uns wirklich überlegt, dass wir einerseits sehr starken Fokus auf die Core-Simulation legen, also wirklich, dass wir dem Begriff Simulation auch wirklich gerecht werden, die Dinge wirklich sehr authentisch, realistisch und nah am Vorbild zu simulieren, das ist das eine, aber auch für Spielspaß zu sorgen. Das heißt, einerseits kann man Punkte sammeln, es gibt ein Level-Ranking, was sich auch in weiterer Folge dann mit dem Ausbau
der Plattform auch noch einmal bemerkbar machen wird, welcher Sinn auch dahinter steckt. Und wir wollten auch noch einen spielerischen Aspekt mit hineinbringen, so eine Art Minigames, und dafür sind die Drum-Challenges gedacht. Und das entspringt nicht einmal allein der Vorstellung eines Entwicklerhirns, sondern das gibt es tatsächlich in der Realität, dass die Verkehrsbetriebe einmal im Jahr an verschiedenen, also jeweils an einem verschiedenen Standort, einer anderen Stadt, austragen, wo es einen Wettbewerb gibt. Und so wie du richtig angesprochen hast, also Drum-Rolling, Zielbremsen, das sind mal die ersten, die es geben wird, wo man quasi Punkte sammeln kann, wo man sein Geschick unter Beweis stellen kann. Und das werden wir auch ausbauen, dass man sich in weiterer Folge dann mal gegenseitig vergleichen kann und auch gegenseitig gegeneinander antreten wird können. Die Frage, die wahrscheinlich schon so oft wahrscheinlich gestellt wurde und wahrscheinlich jeder, der es ist ja der Tramsum jetzt angekündigt worden, ohne Multiplayer-Modus und ohne Mod-Support. Wie sieht es denn da in der Richtung in der Zukunft aus? Also, was wir zu Release-Beginn mit dabei haben werden, ist, dass man das Fahrzeug mit eigenen Repaints anpassen kann. Repaint-Fähigkeit wirklich so fürs komplette Fahrzeug, dass man Beklebungen machen kann, Lack ändern kann und dergleichen, vor allem immer auch für die Challenges vielleicht ganz lustig. Mod-Support ist etwas, das haben wir auf unserer Liste, genauso auch im Multiplayer. Also, wenn man fragt, was will man gerne, ja, dann ist klar, dann kommt das relativ weit oben, aber sowas ist auch wahnsinnig viel Arbeit, das auch richtig gut und zielführend umzusetzen. Ja, also ich sage auch dazu, dass Multiplayer nicht überall Sinn macht und auch gut implementiert sein muss, dass es einen Mehrwert bringt. Den sehe ich persönlich bei den Drum Challenges als erstes. Das heißt, dort wollen wir damit beginnen, aber so wie wir es in der gesamten Kommunikationsstrategie bislang schon gemacht haben, ist es so, dass wir sagen, wir arbeiten fleißig an verschiedenen Dingen und sprechen dann darüber, wenn es auch wirklich soweit ist, und versprechen nicht zu viel im Vorfeld, sondern konzentrieren uns auf die Arbeit. Wie, also klar, wie kommt man jetzt zum Beispiel auf die Unreal Engine? Also die Unreal Engine mag jetzt bei vielen jetzt keine Simulations-Engine sein, wo man dann halt so sagt, so, na, viele Alternativen gibt es nicht. Unity, wissen wir, ist jetzt dafür überhaupt nicht mehr gemacht. Ja? Und die Unreal Engine, die soll halt immer so plastisch wirken. Wie sehen Sie das? Also die Unreal Engine für uns war eine logische Entscheidung. Also das Ziel und die Ausgangslage war die, dass wir beschlossen haben, wir wollen einen Simulator abliefern, der wirklich im Jahr 2020 den Qualitätskriterien und dem Stand der Technik entspricht. Und unseres Erachtens ist die Unreal Engine dafür perfekt geeignet. Ich glaube, man sieht es ja schon an den ersten Gameplay-Aufnahmen, an den ersten Screenshots, dass es, glaube ich, gar nicht plastisch wirkt, sondern es kommt wirklich darauf an, wie man die Assets kreiert, wie man mit den Materialien arbeitet, mit dem Licht arbeitet. Wir versuchen da wirklich absolut in die Richtung realistische Darstellung zu gehen, und dafür finden wir, dass die Unreal Engine sehr, sehr viele Vorteile bringt. Alleine schon zum Beispiel im Bereich der Reflexionen, wenn man sich den Lack des Fahrzeugs ansieht, welche Möglichkeiten wir da haben. Ganz ehrlich, wie geil das aussieht, auch in der Tunnelstrecke mit der Beleuchtung. Also wir sind sehr, 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 sehr zufrieden mit der Wahl. Das Gameplay sah auch wirklich sehr, sehr schick aus. Muss man mal lassen. Danke. Ja, auf jeden Fall in dem Trailer, der aktuell auch schon angesprochen wurde, ist auch eine Sequenz zu sehen, wo der Spieler außerhalb der Straßenbahn ist und sich in der Welt bewegt. Kann man später die Welt bei TramSim frei erkunden, oder ist man so ein bisschen in der Nähe der Straßenbahn gebunden? Also die Ego-Perspektive, die haben wir mit eingefügt. Das stimmt ganz bewusst. Also es wird wirklich so sein, man kann aus Fahrersicht vom Fahrerplatz aussteigen, man kann durch das Fahrzeug gehen, um das Fahrzeug herum, wird auch dann in dem einen oder anderen Fall auch absolut Sinn machen, wenn man eine Wagenübernahme macht und sich zum Beispiel das Türverhalten anschaut und kontrolliert. Wir wollen auch, dass man sich in der Welt etwas bewegen kann, dort auch, wo es Sinn macht. Ja. Also man muss auch dazu sagen, es macht auch wenig Sinn, wenn man jetzt die fünfte Seitengasse nachmodellieren würde. Ja. Wenn man das sonst im Spiel sieht, das kostet einfach eine Performance und entsprechend Aufwand, der sich nicht dafür steht.
Aber wir wollen im Nahebereich des Fahrzeugs auf jeden Fall ermöglichen, dass man sich bewegen kann und vor allem, dass man auch aussteigen kann, manuell die Weichen stellen kann, weil auch das ist ein Feature, das kann man einerseits über das Fahrzeug machen, über das Ibis-Bediengerät, laut Vorbild, über die Linienführung, wo das Fahrzeug automatisch sich die Weichenstraße vorstellt und das Signal an die Weiche sendet, oder eben auch, dass man aussteigt und mit dem Weichenstelleisen, in Wien heißt es Weichendrücke, die Weiche auch manuell stellen kann. Okay. Wird es dann auch möglich sein, dass man bei KI-Kollegen dann in der Bahn mitfahren kann, oder ist das nicht möglich? Ja, den Fahrgastmodus, den wollen wir auch besprechen können. Okay, und zu der Sache eben, dass man die Weichen zum Beispiel auch manuell stellen kann, habt ihr auch irgendwie sowas geplant, Störungen mit einzubauen, dass man meinetwegen bei dem Fahrzeug, keine Ahnung, die Lichter funktionieren irgendwie nicht richtig oder man kann halt die Weiche nicht anfordern, weil die Weiche irgendwie gestört ist. Wird das auch mit eingebaut? Genau, also es wird kleinere, sage ich mal, Herausforderungen geben, genauso wie im echten Leben, die einem als Straßenbahnfahrer oder Straßenbahnfahrerin begegnen, die auch für Abwechslung sorgen soll. Keine Sorge, man wird das auch einstellen können, also dass das nicht vorkommt, dass man jetzt nicht gestresst ist, oh mein Gott, ich möchte jetzt im Feierabend einfach nur in Ruhe fahren und keinen Stress haben, das wird es auch geben. Aber auch, dass man wirklich randommäßig, das heißt per Zufall, auch mit einer oder anderen Situation konfrontiert wird. Zum Beispiel auch falsch parkende Autos. Also es ist so, dass man meist auch von der Streckenführung an parkenden Autos vorbeikommt. Und genauso in der Realität ist es so, dass nicht immer die Autofahrer richtig parken und dann die Straßenbahn nicht vorbeifahren kann. Also, und genau auch diese Szenen werden wir mit einbinden und einige mehr, wo man sich am besten überraschen lassen sollte. Sehr schön. Das klingt nach einer Herausforderung. Denke ich auch. Jetzt ist mir die Frage entfallen. Soll ich erstmal weitermachen? Ja, mach du erstmal weiter. Die ist weg. Also auch eine Frage, gerade bei Simulationen, die sich um Straßenbahn, Bus oder Zugfahren handeln, sind auch öfter mal jüngere Spieler oder Spieler, die zum ersten Mal virtuell Platz hinter dem Steuer eines Fahrzeugs nehmen. Wie einsteigerfreundlich ist TramSim? Also habt ihr da umfangreiche Tutorials, die ihr mitliefern werdet, oder gibt es irgendwie Spielmodi, die ihr anbieten werdet, um sowohl den Anfängern, aber auch den Profis gerecht zu werden? Genau, also wir werden einerseits natürlich ein Einführungstutorial mitliefern, plus je nachdem, was sich zeitmäßig ausgeht zu Beginn, kann auch sein, dass wir dann noch später das ein oder andere weitere Tutorial vertiefend noch nachliefern werden, wo man auch wirklich in die Materie eintauchen kann. Also ich sage auch so, und das heißt auch so im Straßenbahnbetrieb, eine Straßenbahn bewegen kann man relativ bald und kann eigentlich jeder. Sie dann richtig im Betrieb zu fahren, dafür muss man sich dann schon intensiv mit der Materie auseinandersetzen. Da braucht es dann eben die Übung und Erfahrung. Aber man wird sehr schnell, glaube ich, einen großen Spielspaß finden. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Das heißt, die Möglichkeit, dass man einstellen kann, von einem Anfängermodus zu einem Fortgeschrittenen und dergleichen, wird es geben. Und ja, damit, glaube ich, wird für jeden was dabei sein. Wie sieht denn so die Zukunft, sage ich mal, jetzt im Bereich der DLCs aus? Wird da irgendwie was machbar sein? Man hatte auch bei, ich glaube, bei irgendwie konnte man das schon hören, dass, achso, das war auf der Website, stand das, zwecks der Mod-Community, also Dritthersteller, die jetzt zum Beispiel auch DLCs einreichen können, um die dann praktisch für Tramsim dann verfügbar zu machen? Genau, das ist der Plan. Es gibt unterschiedliche Herangehensweisen oder Möglichkeiten. First-Party-Modification, Third-Party-Modification, das ist etwas, das schauen wir uns an. Für uns ist das zentrale Thema im nächsten Jahr, im Jahr 2021, wo wir dazu mehr bekannt geben werden. Grundsätzlich haben wir auch schon viele Anfragen in die Richtung bekommen, was ich sehr, sehr positiv sehe und worüber ich mich sehr freue. Ja, das wird die Zeit mit sich bringen. Grundsätzlich ist es so, das habe ich auch schon gesagt, TramSim ist wirklich auch als Plattform zu verstehen. Das heißt, einerseits wird da unsere Seite
in nächster Zeit sehr viel kommen, wird auch ständig weiterentwickelt werden. Es ist nicht so, dass wir mit Release auch fertig sind oder dass danach nichts mehr kommt, sondern es ist wirklich der Beginn. Ich kann auch vorwegnehmen, dass es auch nicht nur bei Wien bleiben wird. Das heißt, dass es da auch entsprechende Erweiterungen gibt oder Überlegungen dazu geben wird. Und ja, ich glaube, da wird es noch ganz, ganz viel geben, sodass für jeden was dabei ist. Also ist jetzt zum Beispiel Tramsim jetzt keine Simulation, die jetzt gefühlt alle ein, zwei Jahre mal jetzt als neue Teil rauskommen, sondern es bleibt jetzt beständig und wird jetzt praktisch immer nur erweitert. Das ist der Plan. Perfekt. Ja, und zwar ist es, wir haben ja gerade schon darüber geredet, dass gerade die Profis halt auch, denke ich mal, auf Tramsim anspringen werden, alleine von der Grafik her. Zum Beispiel, es gibt ja auch diese U-Strap, das ist ja dieser Abschnitt, wo man mit der Straßenbahn halt in Anführungsstrichen wie eine U-Bahn fährt. Baut ihr dann da auch die Zugsicherung mit ein oder wie muss ich mir das vorstellen? Genau, die Tunnelstrecke in Wien heißt eben U-Strap für Unterpflasterstraßenbahn. Die haben wir wirklich eins zu eins nachgebildet, genau nach Vorbild. Da bin ich auch selbst mit zwei Kollegen der Wiener Linien damals durch die Tunnelstrecke nach Betriebsschluss in der Nacht gegangen, um wirklich ganz, ganz detailliert zu recherchieren, die Aufnahmen zu machen, das Signalsystem vor allem auch noch einmal unmittelbar anzuschauen, weil wenn man wirklich dieses ganz spezifische Signalsystem auch nachgebildet, wo die Blockabschnitte auch entsprechend dem Vorbild geschalten werden und man wirklich wie im echten Vorbild dort unterwegs ist. Heißt das, das wäre theoretisch auch für U-Bahn der Startschuss in Anführungsstrichen gegeben, beziehungsweise die Voraussetzungen für U-Bahn wären möglich? Also es liegt einerseits nah beieinander, aber das, was für uns die große Begeisterung und Faszination auch ausmacht bei der Straßenbahn, ist, dass man eine Interaktion mit dem Oberflächenverkehr hat, dass es Passanten gibt, dass man sich einfach auch in der Stadt bewegt. Ja. Also wir bleiben jetzt auch einmal thematisch dabei, also wir bleiben da bei der Straßenbahn und da haben wir jetzt einmal ohnehin einiges, worauf wir uns konzentrieren wollen. Okay, aber zum Beispiel jetzt, ich sag jetzt mal eine Stadtbahn, also so ein Übergangsprinzip zwischen Straßenbahn und U-Bahn, was halt in der Innenstadt in einem Tunnelsignal geführt fährt und außerhalb wie eine normale Straßenbahn verkehrt, das könnte schon möglich sein, Tramsim. Grundsätzlich ja, also man sieht es ja, technisch sind da keine Limitationen, ja? Man kann damit so ziemlich alles umsetzen, das stimmt. Okay. Ja, VR wurde ja angekündigt, wird es auch Tracker ja unterstützen und vielleicht dieser Rail Driver Cup? Also VR, wir werden von Release-Beginn an die Oculus Rift S auf jeden Fall unterstützen. Die ist schon sehr früh auch bei uns mit eingebunden, ist auch, glaube ich, sage ich einmal, sehr einfach und weit verbreitet. Track IR werden wir wahrscheinlich zur Release noch nicht durchtesten können. Also man wird sich das anschauen. Wir haben grundsätzlich verschiedenste Controller-Supports und so weiter. Ja, ich glaube, da wird einmal genug dabei sein, definitiv mit Joystick noch einmal eine ganz andere Liga zu bedienen. Das stimmt. Okay, also Joystick und Xbox-Controller sind auch geplant. Genau, die sind alle kompatibel. Und zwar geht es natürlich auch ein bisschen um das Thema Lotus. Ich meine, Tramsim ist jetzt da, ist jetzt angekündigt. Wie sieht die Zukunft mit Tram München aus? Also ich habe das auch schon das eine oder andere Mal als Frage gestellt bekommen, beziehungsweise auch beantwortet. Ganz klar ist, dass was wir kommuniziert haben, und ich glaube, das ist eher auch hinlänglich bekannt, dazu stehen wir auch, das ist auch nach wie vor, daran hat sich auch nach wie vor nichts geändert. Was ich aber sagen kann, ist, dass wir allen unseren Kunden auf jeden Fall auch treu bleiben, ja, und unsere Kunden nicht im Stich lassen. Das heißt, ich werde im nächsten Jahr dazu etwas ankündigen. Da stehen noch nicht alle Details dazu fest, deswegen kann ich noch nicht so viel vorwegnehmen, aber alle Kunden von Lotus München werden nicht enttäuscht sein und werden nicht im Stich gelassen werden. Bei uns, ich glaube, wir haben die wichtigsten Fragen auf jeden Fall durch.
Es war auf jeden Fall sehr nett, dass wir noch eingeladen wurden, dass wir das Ganze jetzt hier noch machen konnten. Und ich denke mal, wir freuen uns sehr auf Ende Oktober. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Und dann spätestens dann sehen wir uns ja dann mit Ramsen wieder. Ja, das wird auf jeden Fall sehr spannende Zeit. Ja, vielen Dank auch für euer Feedback. Darf auch gerne auf unsere Website verweisen, auf tram-7.com. Da erfahrt man auch nochmal verschiedenste Informationen. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein kleiner Appetizer auf das, was kommen wird. Und ja, wir freuen uns auf euer Feedback. Gerne im Austausch. Wir haben Discord, wir sind sonst auf Social Media vertreten. Das heißt, freue mich auf den Dialog und auf den Start, so wie ihr. Dankeschön. So, und das war das Interview mit VueApp. Ich denke mal, wir sind jetzt alle doch nochmal einen Ticken schlauer. Also, so heißt es jetzt, dass das Ganze jetzt Oktober kommt, Tramsim, die neue Straßenbahnsimulation. Und ich denke mal, ich kann für uns beiden sprechen, dass wir uns sehr, sehr auf Tramsim freuen. Was hast du noch? Hast du noch irgendwie was zu sagen dazu? Es wird auf jeden Fall sehr interessant mit Tramsim. Wir halten euch natürlich weiterhin hier in den ÖPNV-News natürlich auf dem Laufenden. Spätestens, wenn es da ist, werden wir das ganze Ding natürlich streamen. Also, wenn ihr da mehr sehen wollt, unbedingt den Abo-Button drücken und dementsprechend, ja, verpasst ihr nichts mehr, wenn es hier irgendwas um Tramsim geht. Damit verabschieden wir uns, bedanken uns, dass ihr dabei wart, sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.